Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, unsere Gesellschaft muss eine Herausforderung bewältigen, die die meisten von uns in dieser Dimension noch nicht erlebt haben. Und auch die gestern durch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin vereinbarten Maßnahmen greifen tief in Grundrechte und in unser tägliches Leben ein. Und natürlich tragen wir diese Maßnahmen mit, denn sie sind angesichts der aktuellen Situation notwendig. Diese Pandemie ist auch nichts Abstraktes. Menschen leiden, Menschen ringen um ihr Leben und viele sind auch leider verstorben. Maßnahmen und Strategien zur Bewältigung dieser Krise auch in diesem Parlament zu diskutieren, und zwar vor und nach der MPK, das sollte in einer parlamentarischen Demokratie eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und keine Zumutung, so wie Herr Löttgen das ja gerade schon wieder versucht hat, darzustellen. Dabei geht es um die notwendige parlamentarische Beteiligung. Vor allem geht es aber auch um Transparenz. Wir verlangen den Menschen seit Monaten viel ab. Seit Monaten zeigen sich die Menschen in einem hohen Maße solidarisch. Und seit Monaten beweist unsere Gesellschaft ein hohes Maß an Zusammenhalt. Dafür können aus meiner Sicht die Menschen aber auch verlangen, dass es transparente und klare Kommunikation und einen politischen Abwägungsprozess gibt. Und diese Abwägungsprozesse, diese notwendigen Abwägungsprozesse, die müssen auch in den Parlamenten passieren. Und ganz ehrlich, dass sich CDU und FDP gestern in diesem Haus, diesem Plenum entzogen haben, das kommt aus meiner Sicht wirklich einem Trauerspiel gleich. Das war ein unwürdiges Verhalten der Regierungsfraktionen, die der Tragweite des gestern gefassten MPK-Beschlusses und der davor geschalteten Diskussion und auch der aktuellen Lage schlicht und ergreifend nicht gerecht wird. Aber wo sind sie denn beispielsweise, die konkreten Vorschläge auch der FDP, die sich ja immer wieder gegen pauschale Maßnahmen aussprechen? Wenn dem so ist, dann, Herr Rasche, dann, Herr Stamm, dann muss es allerdings auch differenzierte Konzepte geben, die Sie bislang allerdings schuldig geblieben sind. Es reicht doch nicht aus, einfach nur markig beispielsweise eine Bildungs- und Betreuungsgarantie auszurufen. Ja, Herr Minister Stamm, das Ziel ist richtig. Das Ziel ist absolut richtig. Aber Augen zu und durch, das ist absolut der falsche Weg dorthin. Was wir brauchen, ist eine langfristige Strategie. Die Menschen verlieren doch langsam die Übersicht. Aber was nicht passieren darf, ist, dass sie das Vertrauen in politisches Handeln verlieren. Wir müssen endlich herauskommen aus diesem Schwebezustand, der sich ja wie Mehltau über das Land legt. Leider konnten sich die Regierungschefs dazu gestern auch nicht durchringen. Bislang erleben wir, dass Maßnahmen nur von MPK zu MPK festgelegt oder verlängert werden. Das aber ist keine Strategie, mit der wir jetzt durch die nächsten Wochen und Monate und durch den Winter kommen. Was wir brauchen, ist ein klarer Stufenplan, der nachvollziehbar macht, der es für die Menschen nachvollziehbar macht, ab welchem Inzidenzwert was möglich ist und ab welchem Wert Maßnahmen aber auch verschärft werden müssen und vor allem, um was für Maßnahmen es dann dabei auch geht. Denn die beschlossene Hotspot-Strategie von gestern bleibt doch da viel zu unverbindlich, um wirkliche Planbarkeit auch ermöglichen zu können, um die Nachvollziehbarkeit für die Menschen zu erhöhen. Die Stufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, ab denen dann strengere Maßnahmen ergriffen werden müssen, zu 200 Neuinfektionen ist zwar, ja Herr Löttgen, das ist zwar eine neue Stufe, aber diese Stufe ist zu groß. Sie bleibt auch zu vage. Sie bleibt doch auch zu vage mit dem Verweis, dass dann eben ab einem Inzidenzwert von 200 die bis dahin schon ergriffenen umfassenden allgemeinen Maßnahmen nochmals erweitert werden müssen. Ja, was heißt denn das jetzt konkret? Und ich will es noch mal konkreter nachfragen. Was heißt das konkret für die aktuell 8 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die einen Inzidenzwert von über 200 haben? Ich hätte das gerne den Ministerpräsidenten gefragt, aber im Grunde genommen, es muss eine Beantwortung durch das Kabinett geben. Auch der Gesundheitsminister muss doch darauf eine Antwort geben können. Was passiert denn nun konkret? Darauf haben wir bislang keine Antwort erhalten und die Hotspot-Strategie bleibt dort auch an dieser Stelle viel zu vage. Und warum brauchen wir eine weitere Stufe? Warum ist 200 als Stufe viel zu hoch gegriffen? In Nordrhein-Westfalen liegen alle Kommunen über der Inzidenz von 50 und der ganz überwiegende Teil liegt zwischen 100 und 200.
Und natürlich muss das Ziel sein, dass wir wieder unter die 50 kommen und bestenfalls unter die 35. Aber aktuell brauchen wir klare Regelungen für den Bereich ab einem Inzidenzwert von 100. Eine an Inzidenzwert ausgerichtete Stufenplan muss zukünftig auch differenziertere Lösungen möglich machen. Sehr geehrte Damen und Herren, Ehrlichkeit, Transparenz und Perspektiven, das sollte die Politik derzeit kennzeichnen. All das hat die Kommunikation der Landesregierung bislang aber leider vermissen lassen. Zur Ehrlichkeit und Transparenz hätte gehört, wenn der Ministerpräsident bei den Maßnahmen im November gesagt hätte, es geht bei der Frage von Lockerungen, die gehen einher mit dem Sinken von Infektionszahlen. Wenn dort klar gesagt worden wäre, sinken Infektionszahlen, dann können wir auch Maßnahmen wieder lockern. Es wäre transparent und ehrlich gewesen, den Leuten das genauso von Beginn an zu sagen. Und auch die fahrlässige Chaoskommunikation der FDP, sie hätte alles sowieso anders entschieden, sitzt aber ja hier am Kabinettstisch und hat dementsprechend der Corona-Schutzverordnung ja zugestimmt. Auch diese Chaoskommunikation, die trägt doch nicht dazu bei, dass es die nötige Transparenz gibt, die nötige Verlässlichkeit in politische Kommunikation und politisches Handeln. Und Sie haben mit Ihrer Politik des Aufsichtfahrens wichtige Zeit ungenutzt verstreichen lassen, um auch vorausschauende Konzepte zu entwickeln. So gibt es weiter keinen wirklichen Plan B um diese Bildungs- und Betreuungsgarantie. Über dieses Wort streiten wir ja die ganze Zeit, aber es ist kein Wort, sondern es braucht endlich auch einen Plan, um diese auch tatsächlich einzulösen. Und Frau Ministerin Gebauer, ich will Ihnen auch ganz deutlich sagen, Ihre Strategie des sturen Beharrens auf Präsenzunterricht ohne Alternative hat doch gestern durch den Beschluss der MPK eine ganz klare Absage erhalten. Denn auch die schulspezifische, regen Sie nicht auf, denn auch die schulspezifische Regelung für Schulen in Kommunen, hören Sie doch einfach zu, lesen Sie den Beschluss, dann können wir doch hier miteinander vernünftig weiterreden. Auch die schulspezifische, Herr Höhne, hören Sie doch einfach zu, dann erkläre ich es Ihnen. Die schulspezifische Regelung für Schulen in Kommunen mit Inzidenzen von über 200. Und das, Herr Höhne, und das, Frau Schulministerin, bedeutet doch nicht, dass man sich deswegen jetzt einen schlanken Fuß machen kann, hier aus der Verantwortung stehlen kann. Es braucht doch trotzdem einen klaren Handlungsrahmen. Den hat diese Landesregierung bislang nicht vorgelegt. Diesen Handlungsrahmen müssen Sie endlich vorlegen, um die Schulen und um die Träger nicht im Stich zu lassen. Das brauchen Sie. Und ich möchte auch noch mal eins sagen, weil das in dieser Debatte ja auch schon wieder hier so durchgekommen ist. Wenn die Landesregierung, aber vor allem auch die sie tragenden Fraktionen nicht müde werden, die Vorschläge der Opposition bewusst misszuverstehen und falsch wiederzugeben. Es bleibt doch trotzdem das erklärte Ziel aller hier, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten. Und Infektionsschutz und Bildungsgerechtigkeit dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das will ich hier auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Hören Sie auf, diesen Anschein immer wieder zu erwecken. Damit untergraben Sie das Vertrauen der Menschen in diesem Land. Und sehr geehrte Damen und Herren, diese Krise trifft alle. Sie trifft uns alle, aber sie trifft nicht alle gleich. Gerade die Gastronomie, die Solo-Selbstständigen, Kunst und Kultur, die Tourismusbranche, viele sind besonders betroffen von der aktuellen Situation und von den aktuellen Einschränkungen. Es ist daher gut und richtig, dass die Novemberhilfen jetzt auch auf den Dezember ausgedehnt werden. Noch wichtiger wäre allerdings, dass das Geld dann tatsächlich auch zeitnah ankommt. Denn noch ist auch von den Novemberhilfen ja nicht ein Cent überhaupt ausgezahlt worden. Und auch die Studierenden dürfen nicht weiter im Regen stehen gelassen werden. Im Beschluss der Ministerpräsidentinnenkonferenz findet sich zum Thema Hochschulen nur der Verweis auf die grundsätzliche Umstellung auf digitale Lehre. Soweit ist das natürlich absolut richtig. Leider aber nimmt der Beschluss keinen Bezug auf die oftmals prekäre Lage vieler Studierenden. Es geht doch auch darum, dass Studierende ihren Lebensunterhalt in der aktuellen Situation auch gesichert bekommen müssen, denn viele Nebenjobmöglichkeiten sind ihnen in der aktuellen Situation ja weggebrochen. Es geht aber auch darum, dass wir die schwierige Studiensituation in den Blick nehmen und dass wir dort auch die jungen Menschen unterstützen. Denn ich finde, wir müssen auch mal daran denken, dass gerade junge Menschen für ihre Zukunftschancen jetzt auch unsere volle Solidarität brauchen. Der Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und der Kanzlerin ist nicht zuletzt von dem Wunsch getragen, den Menschen, wenn auch ein eingeschränktes Weihnachtsfest, so doch aber ein Weihnachtsfest mit ihren Lieben zu ermöglichen. Und ich glaube, das wollen wir auch alle. Das ist doch keine Frage.
Doch um dies auch wirklich allen Menschen, die das wollen, zu ermöglichen, braucht es eine Weihnachtsstrategie für vulnerable Gruppen. Wir müssen insbesondere ältere Menschen besonders schützen. Da reicht nicht nur der Verweis darauf, dass ich mich selbst, wenn ich das denn wirklich kann, in Quarantäne begebe. Wir brauchen eine Strategie dafür. Und vor allem, und das ist mir besonders wichtig, muss sichergestellt sein, dass in den Einrichtungen auch wirklich getestet wird. Dass die nun zugesagten weiteren Tests auch wirklich dort ankommen. Denn was ich nicht möchte, ist, dass gerade zu Weihnachten Menschen in Einrichtungen alleine bleiben müssen. Dass sie keinen Besuch bekommen können. Ich finde, die Isolation von Menschen gerade in dieser besonderen Zeit des Jahres, das wäre absolut inakzeptabel und das wäre ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Und der Ministerpräsident hat vorhin darauf hingewiesen, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit steigender Zahlen nach Weihnachten gibt, weil die Menschen eben mehr reisen, weil es eben ermöglicht wird, dass sich wieder mehr Menschen treffen und so weiter. Deshalb kommen mir persönlich ehrlich gesagt die Ausnahmeregelungen bis zum 1. Januar als sehr lang vor. Und ich appelliere sehr an die Vernunft der Menschen und ich hoffe, dass wir alle das solidarisch miteinander tragen, dass wir nicht jetzt jeden Tag von dieser sehr langen Zeit, jeden Tag 10 unterschiedliche Menschen treffen. Ich hoffe, dass wir dort alle miteinander vernünftig dort umgehen, aber an sich finde ich diese Zeitspanne sehr lang. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben Ministerpräsident Laschet um die Unterrichtung des Plenums vor der Ministerpräsidentenkonferenz gebeten, weil wir dies für eine politische Notwendigkeit halten, dass dieses Haus auch umfassend diskutiert und eben nicht erst nachher nur informiert wird. Und laut des Schreibens des Ministerpräsidenten ist der Ministerpräsident dieser Bitte auch sehr gerne nachgekommen. Klang jetzt gestern bei den Fraktionsvorsitzenden der regierungstragenden Fraktionen eher anders. Klang jetzt ein bisschen so, als würden sie Parlamentsbeteiligung zuweilen für eine Zumutung halten. Das ehrlich gesagt halte ich für eine Zumutung als Aussage. Und auch gestern haben Sie die Chance nicht genutzt und bislang auch heute nicht, mal was zu eigenen Konzepten zu sagen. Nicht gestern, bislang nicht heute. Stattdessen arbeiten Sie sich in einem Fort daran ab, dass die Opposition ja den berechtigten Anspruch formuliert nach Transparenz und Parlamentsbeteiligung. Sie arbeiten sich in einem Fort daran ab. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, nach 10 Monaten in der Pandemie ist es doch nicht mehr hinnehmbar, dass alle wichtigen Entscheidungen in einer Videoschalte mit 17 Regierungschefs getroffen werden. Das ist doch nicht der Anspruch in einer parlamentarischen Demokratie. Das muss im Parlament diskutiert werden und im Parlament beraten werden. Und die Kanzlerin hat heute Morgen eine Regierungserklärung im Bundestag abgegeben. Auf eine Regierungserklärung, also eine Erklärung zu einem abgestimmten Vorgehen der ganzen Landesregierung, warten wir hier im Landtag ja weiter vergeblich. Ich habe da eine gewisse These zu. Und meine These wäre, dass das zumindest daran liegen könnte, dass die Koalition keine gemeinsame Linie hat. Die Landesregierung sieht sich also nicht nur konfrontiert mit der Bewältigung der Krise. Es scheint auch so zu sein, dass sie offenbar auch versuchen muss, sich durch eine Koalitionskrise zu lavieren. Und sehr geehrte Damen und Herren, Sie können das ja gleich aufklären, aber ich hatte bislang den Eindruck, als hätte die FDP deutlich andere Tendenzen und würde gerne auch ein bisschen Opposition in der Regierung sein. Aber mit beschränkter Haftung kann man ein Land nicht regieren, da müssen Sie sich schon hier einig werden. Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Hoffnungen richten sich auf einen Impfstoff, der uns hilft, zu einem gesellschaftlichen Leben ohne diese großen Einschränkungen zu kommen. Doch auch hier gilt es vor allem, die richtigen Vorbereitungen zu treffen. Der Ministerpräsident hat es gerade auch schon angesprochen, eine Impfstrategie für Nordrhein-Westfalen wird die nächste große Herausforderung werden, vor der wir stehen. Herr Ministerpräsident, wir bieten Ihnen auch weiterhin unsere Unterstützung und unsere Kooperation an. Allerdings bedeutet das aus unserer Sicht natürlich auch, und wir halten das ehrlich gesagt auch für eine Selbstverständlichkeit, dass wir als Opposition und als Parlament auch ins weitere Krisenmanagement in diesem Land einbezogen werden. Wir muten den Menschen in diesem Land viel zu und wir muten ihnen schon seit sehr, sehr langer Zeit viel zu. Ich glaube aber, dass es keine Zumutung ist, wenn in einer derartigen Krisensituation das Parlament insgesamt Verantwortung übernimmt und das Parlament wieder ein zentraler Ort der Debatten zur Bewältigung dieser Krise wird. Herzlichen Dank.